Hey! Nichts zu plündern. Ich bin zurück. Na, das sehe ich. Was ist mit den Wanzen? Hörst du die Stille? Kein Kratzen, kein einziges Geräusch. Du hast recht. Sie sind weg. Wundervoll. Egal, was du gemacht hast. Ich danke dir. Kein Problem. Wie sieht es mit der Belohnung aus? Was ich sage, das halte ich. Dieses Pergament habe ich in einem hohlen Baum gefunden. Vielleicht kannst du etwas damit anfangen. Damit du noch etwas Handfesteres hast, hier ein paar Roperi.
Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu plündern. Nichts zu holen. Ich habe deine Axt. Du machst wohl Witze. Sie selbst. Tatsächlich. Wo hast du sie gefunden? Sie lag, wie du gesagt hast, im Wald. Ganz schön gefährlicher Ort da unten. Ja, nächstes Mal werde ich sicher nicht alleine dort jagen gehen. Du hast mir einen großen Gefallen getan. Wie kann ich dich dafür belohnen? Wie wäre es mit einem guten Wort bei Flint? Das sowieso. Was ich meine, ist etwas anderes. Wie wäre es mit deiner alten Waffe? Das alte Ding kann ich nicht mehr gebrauchen. Hier hast du es. Kann einem leid tun. Ah, ein neues, wenn ich mich vorstellen dürfte. Und wie du sicherlich schon weißt, kann das Crêpe führen mein Bruder Morgan und ich zusammen. Oder lass dich von mir zu einem Spiel deiner Wahl hinreißen. Mit ein wenig Glück. Du hantierst mit ganz recht, ihr. Hey, du! Was ist? Du siehst aus, als könnte kann schon sein. Ich bräuchte nämlich ein paar. Kannst du mir welche leihen? Ich. Wie viel denn? 100 Rupien. Meinetwegen. Aber versprochen. Du bekommst sogar. Das lässt sich. Ah, du warst doch der, der mir einen Gefallen tut. Kann schon sein. Dann musst du mir jetzt unbedingt einen Gefallen tun. Du kannst dir denken, dass es mit Frauen leider nicht besonders gut steht. Ich will, dass du mir eine herbringst. Egal wie. Nimm.
Ich bringe dir, was du brauchst. Unter Männern versteht man sich doch immer. Ich bezahle Lignos Schulden. Eine erfreuliche Nachricht. Hast dem Hund Arn, ohne dich wäre der wahrscheinlich... Ich habe so das Gefühl, dass du bei deinem nächsten Spiel beipasst. Der Kerl ist tot. Sehr schön. Hier ist deine Belohnung. Mich fragt da du mir geholfen hast, gebe ich dir noch einen kleinen Tipp. Wenn du was brauchst, geh zum Bauern und sag, er soll dir etwas geben, sonst stirbt seine Frau. Ich habe ihnen den Spuk in den Kopf gesetzt. Sie sind sehr abergläubig. Also, du musst nicht denken, dass ich ein böser Mensch bin. Hast du sonst noch... Bist ja ein fleißiges Kerlchen. Die haben immer was zu tun. Aber wenn sie es zu weit treiben, gibst du ihnen einfach... Alles klar. Sika hat mir erzählt, dass du ein Problem... Erledigt. Wohl wahr. Du hast die Sache auf jeden Fall verblüfft. Was ist das für eine Aufgabe? Ich brauche einen verlässlichen Boten. Kann ich dir vertrauen? Ja. Also gut. Ich möchte... Darf sie aber... Das ist aber sie... Ich bin dabei. Ich wusste, dass ich auf dich... Seid... Lass mal sehen, was für Spiele du so anbietest. Aber sehr gerne doch. Du wirst erstaunt sein, was anzubieten hätte ich im Moment. Zwei oben, lustige 7, 21 und unsere Spezialität, kanarisches Roulette. Erkläre mal die Regeln. Was interessiert dich? Wie sieht es mit einem... Etwas jünger als die anderen, aber dafür... Auch hier wird mit zwei Würfeln gespielt. Wie üblich wird zuerst der Einser. Ein Spieler fängt dann an zu würfeln. Die Ergebnisse der Augenzahlen aller... Ist man mit seinem Ergebnis zufrieden? Danach versucht der... Am Ende hat der Spieler... Ich spiele hier aber nicht um Kleinstbeträge. 50 Rupiri müsstest du schon pro Spiel... Lass uns spielen. Was darf's denn sein? Ich würde gerne die ein... Tatsächlich? Hört doch immer diese Gruselgeschichten. Die Wetten sind platziert. Lass uns anfangen zu würfeln. Kein Wasser weit und breit. Ich behalte mein Würfelergebnis. Okay. Habe ich gewonnen? Nein, leider. Auch den Ärmsten werden Speisen und Unterkunft geboten. Hast du schon das Neueste gehört? Und wer Besitz hat, kann sich darauf verlassen, so ein versoffener Koch hat dem Baron einen Wein mit Pisse serviert. Gemeinsam können wir bestehen. Daraufhin wurde er ausgepeitscht. Wenn wir alle Schulter an Schulter stehen. Interessant. Wenn wir Albrecht und der Garde vertrauen, dann ist uns der Rücken gestärkt und es ist kein Gott nötig, der seine Hand über uns hält. Nun sind wir nicht länger Figuren auf ihrem Spielfeld. Nun sind wir selbst die Spieler. Es ist an uns, den Schwächsten zu helfen, ihnen beizustehen und sie zu stützen. Teilt, was wir haben. Kein Wasser weit und breit. Hey, wie geht's? Geh mal lieber wieder. Ich muss... Wer geht da denn schon nicht freiwillig hin? Wusstest du schon, dass ein männliches Exemplar... Bisher noch nicht.
ist in letzter... Du meinst außer der... Genau. Gruselgeschichten. Der Händler Danarius hat wunderschöne neue Natürlich. Sonst noch was? Katzen als Haustiere erfreuen sich... Irgendwas Wichtiges? Gregorius hat in letzter Zeit immer mehr Konkurrenz. Mal schauen, wie lange... Immerhin haben wir die Goldmine. Genau das habe ich auch gesagt. Warte mal. Die kochen wir durch die Zölle schon weich. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Kein Wasser weit und breit. Mit mir kann man sowas nicht machen. Den Überseehandel hey, du. Ganz vergessen. Der arme Kerl kann einem leid tun. Willst du ein wenig Bier? Du verschenkst hier freiwillig Bier? Ich kann Warum das nicht? Mehr hören. Willst du es nun haben oder nicht? Wenn du so fragst, sage ich doch nicht nein. Bevor du es dir noch an... Dem freien Lager denken und wie schmeckt das? Vom Geschmack her könnte es ruhig noch intensiver sein. Aber sonst in Ordnung. Das freie Lager wird nicht mehr allzu lange stehen. Fürst Albrecht wird dafür sorgen. Hey. Immerhin du siehst durstig aus. Errat. Dann habe ich... Das. Und? Den Überseehandel können wir ganz... Hey, du. Bist du mit... Hör mal. Brauchst du Karten? Aber du bist doch Geschäftsmann. Wozu denn? Aber vielleicht will ich... Wenn, dann hättest du das schon getan. Ach, so schlimm ist... Bin ich Barde, oder... Ich glaube... Hey, du. Irgendwann muss der Schiffsverkehr ja wieder laufen. Denkst du, die Türme bringen was? Kein Wasser weit und breit. Du siehst durstig aus. Errat, dann hat das weg. Und? Ist auf. Warum erfahre ich das erst jetzt? Man muss eben aufpassen, dass man so rum erzählt. Das hätte ich dir vorher sagen können. Genau das habe ich auch gesagt. Warum erfahre ich das erst jetzt? Ich habe eine Botschaft von Bruno für dich. Eine Botschaft von Bruno? Gib her. Hier. Das Siegel ist geschlossen. Sehr gut. Du wirst dir meine Botschaft für Bruno merken müssen. Was soll ich ihm ausrichten? Sage ihm, dass ich mich entsprechend verhalten werde. Eine endgültige Lösung aber bald gefunden werden muss. Das ist alles? Ja, geh nun.
Hallo Kleiner, kann ich dir behilflich sein? Was hast du denn so anzubieten? Bei uns gibt es alles, was du dir nur vorstellen kannst. Wenn du oder ich bin deines Kleines. Vielleicht... Warte nicht zu lange. Was hast du da von Berin und Luthien erzählt? Die Namen höre ich nicht zum ersten Mal. Sag bloß, du hast noch nie was von Berin... Ich komme vom Festland... Ich dachte es mir. Dieses Liebespaar ist auf dieser Insel schon fast eine Legende. Eine durchaus romantische... Kannst du mir die Geschichte erzählen? Ach, so einer bist du. Ich fürchte, ich bin keine begnadete Geschichtenerzählerin. Die Natalie ist jedoch eine, die dir gern die Mutter spielt. Ihre Brüste sind zum darin versinken. Ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, was ich will. Mich würde eigentlich... Ja, scheiße, was glaubst du denn, wo du hier bist? In einer Bibliothek? Also, was ist jetzt? Ich habe ein Problem. Und das wäre? Ein Freund von mir sehnt sich nach einem deiner Mädels. Sag doch gleich, dass du mit Lupia runtergehen willst. Ich habe es ernst gemeint. Kannst du mir nun weiterhelfen oder soll ich woanders hingehen? Langsam, langsam. Wir erfüllen hier jeden Wunsch. Hausbesuche sind aber teurer. Wie viel soll's denn kosten? 300 Roperi. Das ist Wucher. Entspann dich. Wenn du Lupia unversehrt wieder hierher bringst, bekommst du 150 wieder. Bring mir also 300 Roperi oder vergiss es. Hier hast du die Roperi. Wen nehme ich mit? Lupia. Aber sieh zu, dass sie heil wieder zurückkommt. Sie ist mein bestes Pferd im Stall. Keine Angst. Ich bekomme das hin. Komm mit. Wir machen einen kleinen Spaziergang. Warte, ich zieh mich erstmal um. Hey. Gibt's noch was zu tun? Ja, es gibt etwas. Hab ich. Morgen hat mir gesagt... Fleisch für eine... Kein normales Fleisch. Schafsfleisch. Ich hätte schon längst... Ich soll also ein Schaf... Nein. Geh zum Bauernhof und klau... Ich bin unterwegs. Beeil dich. Thank you.
etwas Diverses.
greift zu. Warte mal. Wer bist du? Sag mir. Ja, du wirst mich bestimmt verstehen. Böse. Wie das? Entweder haben sie durch ihre schändlichen Taten die Geister der Un... Aber wir wissen doch alle, dass keiner der... Sie mögen eingeschränkt sein und doch gelingt es... Banditen. Sie kamen vor Taten. Warte mal. Ich muss mich bei dir bedanken. Mein Mann hat mir davon berichtet, von einem Diener Adana, und doch gibt es nur wenige... Nicht der Rede wert. Adana soll jeder... Warum sitzt du hier rum? Wir haben... Und zwar... Also, wie du vielleicht weißt, hat der dort arbeiten wir normalerweise. Doch in letzter Zeit ist es viel zu gefährlich dort. Beziehungsweise der Weg dorthin. Denn an vielen Stellen lauern Wölfe. Und bis die Wölfe nicht weg sind oder wie jemand finden, der uns begleitet, müssen wir hier sitzen bleiben. Wie wär's, wenn ich euch begleite? Das wäre sehr freundlich. Aber... Na, das kriegen wir. Du solltest vorher noch... deine Bauern zu dem Feld jenseits der Berge begleiten. Welche Bauern? Die, die in deiner Küche sitzen. Ach so, die. Ja, okay. Das... Hey, du. So, auf geht's. Bring erst Franz weg, das ist sicherer. So, auf geht's. Hast du mit Karl gesprochen? Ja, habe ich. Okay, dann können wir... Lass uns die Bestie... Komm abends wieder. Dann können wir los, sobald du Norberts Hammer dabei hast. So, auf geht's. Hast du mit Karl gesprochen? Ja, habe ich. Okay, danke.
So, da sind wir. Ich danke dir. Hier hast du ein paar Rupiri. Aber nimm dich vor Felix in Acht. Ja, okay. Danke sehr. Ich werde jetzt die anderen zwei holen gehen. So, auf geht's. Okay, ich... So, da sind wir. So, auf! Okay. Thank you.
So, da sind wir. Ich danke dir. Ich werde dann mal zur Feldarbeit schreiten. Rede auch noch mit Franz, bevor du gehst. Die anderen meinten, ich soll mich bei dir melden. Ja, so ist es. Ich nehme an, du wirst jetzt zum Bauernhof zurückkehren. Du wirst dir wohl die Belohnung bei Karl abholen müssen. Wie dem auch sei, ich wollte dir nur noch einmal abschließen. Warum soll ich mich Der ist verdammt hinterlistig. Seine Lieblings- Und damit zockt er Du solltest dich deswegen nicht auf ein... Erzähl. Ich hab dir doch mehr... Ich frage mich, warum... Das glaube ich nicht einmal. Der spielt wahrscheinlich mehr als er ab und er überredet wirklich jeden dazu. Dafür mag ihn hier kein... Ist ein Glücks... Meint man, aber die, die es oft spielen. Ein Mist viel weniger. Hey. Ich habe deine Bauern zu den Feldern gebracht. Welche Bauern? Die, die in deiner Küche gesessen haben. Ach so, die. Ja, okay. Meine Meinung kennst du ja schon. Hey, du. Die Zeit ist um. Ich bringe Lupia jetzt wieder zurück. Du kommst viel zu schnell wieder. Hier, nimm ein paar Roperi. Kauf dir ein Bier und... Ich ziehe mich noch kurz um. Nicht, dass ich... Ich folge dir, mein Willen. Unsere Reise ist jetzt wohl zu Ende. Ich hoffe, du holst mich mal wieder ab. Und vergiss nicht, wofür dir Rolfus das Geld gegeben hat. Ich werde auf dich warten. Tschüss, Süßer.
Ich habe Lupia unversehrt zurückgebracht. Das habe ich schon gesehen. Was ist mit dem Pfand? Hier sind deine Roperi.